Eigentlich dachte ich ja, es hätte sich mittlerweile rumgesprochen, dass man den kleinen Nazi Eugen Herrigel, ja, der Gute war seit 1938 Mitglied der NSDAP und sein Büchlein Zen in der Kunst des Bogenschießens, ich nenne es auch gerne das ursprüngliche Lost in Translation, nicht ganz ernst nehmen darf. Aber auch hier bin ich mal wieder einem Irrtum erlegen, weil ich eigentlich dachte, dass wir Menschen mittlerweile gelernt hätten, Dinge auch irgendwann mal kritisch zu hinterfragen. Aber weit gefehlt, wie sich herausstellte. Die meisten Leute haben es sich nämlich in ihrer kleinen budo-romantischen Bubble so sehr gemütlich gemacht, dass sie eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr darauf haben, diese zu verlassen. Daher dachte ich, es ist an der Zeit, mich endlich mal dem alten Märchen vom erleuchteten Zen-Krieger anzunehmen und es zu zertrampeln. Ich liebe diese Momente, wenn Leute mich darauf ansprechen, was ich so in meiner Freizeit mache und dann natürlich irgendwann auf Umwegen auch die Kampfkunst auf den Tisch kommt. Mittlerweile sage ich ganz oft nur, dass ich halt ein bisschen Sport mache nebenbei, aber irgendwann kommt es auf Umwegen dann halt doch raus. Und es gibt dann da so zwei Standardreaktionen. Die erste ist, oh, da muss man ja Angst vor dir haben. Dicht gefolgt von, oh, dann bist du ja sicher total stressresistent. In der breiten Bevölkerung existiert schon sehr, sehr lange die Auffassung, dass Kampfkünstler irgendwie sowas wie erleuchtete Buddhas sein müssen. Und okay, ich meine, von Laien kann man das vielleicht auch nicht anders erwarten, weil die ja über Jahrzehnte hinweg von den Medien mit diesem Bushido-Zen-Krieger-Müll zugespammt wurden. Aber leider gibt's auch noch verdammt viele Profis, die diesem Mythos bis heute erliegen. Ich nenne sie immer liebevoll Budo-Romantiker. Und tatsächlich hat ganz vieles davon seinen Ursprung in dieser Vorstellung vom Samurai als kultiviertem Krieger und dem, was Herrigel in seinem 1948 erschienenen Büchlein schrieb. Dies führte zu einer ganz komischen Symbiose und prägte das Bild vom philosophisch friedfertig und kultivierten Krieger, der seinen Geist bis hin zur Erleuchtung kultiviert hat und also ein Scheiß. Kurz, Kampfkunst hat angeblich das Ziel, einen besseren Menschen aus uns zu machen. Wer sich aber schon wie ich mehr als 20 Jahre durch die Dojos dieser Nation bewegt und dabei die ausufernde Egozentrik einiger Wald- und Wiesensensei erlebt hat, der kommt sehr schnell zu dem Schluss, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Natürlich habe ich in dieser Zeit auch ganz viele tolle, interessante, bescheidene Menschen kennengelernt, aber das lag in der Regel nicht daran, dass die diesen Zustand oder ihre Persönlichkeit in den Kampfkünsten kultiviert oder wie sage ich das, sich erarbeitet haben, sondern weil sie eben von Natur aus eine solche Persönlichkeit haben oder mit dem, was sie vielleicht auch außerhalb des Dojos noch für Interessen haben. Aber warum ist das eigentlich so? Weil Philosophie oder Zen niemals absichtlich immanenter Bestandteil der Kampfkünste war. Zumindest in den japanischen. Also da meine ich mit nicht flächendeckend. Aber kommen wir an dieser Stelle mal zu den Samurai zurück. Während der Sengoku-Periode, also der Zeit der streitenden Reiche, aka Bürgerkrieg, waren die Samurai alles andere als kultivierte Philosophen mit Schwert. Sie waren Soldaten. Zugegeben sehr, 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 sehr gut ausgebildete Soldaten. Deren Hauptaufgabe es aber war, sich in das offene Schwert des Gegners zu werfen, wenn ihr Herr das von ihnen verlangte. Die Samurai waren Werkzeuge in einem nicht enden wollenden Bürgerkrieg. Erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts, als Tokugawa Ieyasu das Land einte und damit ein 250-jähriger Frieden begann, mussten sich die ehemaligen Soldaten irgendwie neue Betätigungsfelder zu suchen, um auch ihr Dasein irgendwie ein Stück weit, ja, mit sich selbst zu rechtfertigen. Erst wenn man nicht mehr ständig Krieg führen muss, hat man Zeit, sich mit Dingen wie Philosophie, Kalligraphie, Literatur oder der Teezeremonie zu beschäftigen. Und das Stichwort Teezeremonie, das führt mich gleich zu Herrigel und seinem kleinen Zen-Schmöker. Denn Herrigel, der in den 30ern und ich glaube auch in den Anfang der 40er Jahre noch in Japan verweilte, der geriet während seiner Bogenschießausbildung an einen sehr fragwürdigen Lehrer. Und hatte auch trotz Dolmetscher mit seiner Sprachbarriere zu kämpfen, weil ich meine, wer sprach in den Zeiten damals in Japan schon richtig gut Deutsch? Also, er und seine Frau nahmen damals Unterricht im Bogenschießen bei Meister Awa Kenso.
der damals wiederum einen eher eigenwilligen Stil des Bogenschießens entwickelt hatte, nämlich den Daisha Dokyo, welcher sich wiederum auf eine esoterisch-mystische Lehrtradition gründete. Tja, und diese große Lehre des Weges vom Schießen war es, auf die sich Herigel berief, wenn er Zen meinte. Aber Awa Sensei selbst, der hatte Zeit seines Lebens niemals Zen praktiziert. Dennoch glaubte Herigel hier die spirituelle Wurzel der japanischen Kultur gefunden zu haben, was dazu führte, dass sich sein Buch, die Übersetzungen davon wie geschnitten Brot verkauften, und was wiederum dazu führte, dass das Zen-Etikett dadurch gerade im Westen auch auf ganz viele andere Kampfkünste geklebt wurde. Dabei hat Kyudo, wie das traditionelle Bogenschießen auf Japanisch eigentlich heißt, nicht so wirklich was mit Zen zu tun. Auch wenn die Kyudo-Praxis bereits im 17. und 18. Jahrhundert philosophische Lehransätze enthielt. Und ganz abgesehen davon ist es heute in Japan vor allen Dingen ein ganz beliebter Wettkampfsport, vor allen Dingen an den Schulen. Als Zen-Praktizierender kann ich euch daher sagen, dass die Ziele von Kyudo oder Kampfkunst allgemein eigentlich gar nicht weiter auseinanderliegen können. Auch wenn es hier und da natürlich Überschneidungen gibt und sich Dinge ähneln bzw. Teilaspekte durchaus vorhanden sein können. Zum Beispiel eben das ziellose Üben. Wobei im Zen damit tatsächlich ja eher das Loslassen gemeint ist und in der Kampfkunst es eher darum geht, dass man sagt, okay, sowas wie Perfektion gibt es nicht, also streben wir einfach nur danach, uns ständig zu verbessern, auch wenn wir wissen, dass wir diesen Zustand der Perfektion niemals erreichen werden. Und trotzdem sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das ist ein Widerspruch in sich. Denn Zen kennt keine Absicht im Sinne von sich verbessern. Und Mushin, also der leere Geist in den Kampfkünsten, der hat nichts mit Loslassen zu tun, sondern es geht dabei vor allem im Kyudo tatsächlich eher um eine extrem fokussierte Konzentration, in der für andere Gedanken kein Platz mehr ist. Während Zen die Gedanken überhaupt gar nicht verdrängt oder versucht sie zu verdrängen, sondern sie einfach loslässt. Ihr seht, das Problem ist einfach, dass Zen oder dem Buddhismus in diesem ganzen Konglomerat eigentlich eine viel zu große Rolle zugesprochen wird. Zen ist nur ein Puzzleteil in diesem Konglomerat aus Shinto und 12 Trillionen buddhistischen Schulen, die der Japaner wie wild durcheinander mischt und am Ende Religion nennt. Und hier sprechen wir jetzt nur von den japanischen Künsten. Ich meine, was ist denn zum Beispiel mit Karate, das sich nämlich auf Okinawa entwickelte, was wiederum über Jahrhunderte hinweg ein eigenes Königreich war und aufgrund seiner Nähe zu China und Taiwan vor allen Dingen eben diesen chinesischen Einflüssen ausgesetzt war und sich dort eine völlig eigene Kultur und Sprache entwickelte, inklusive eigener Religionen oder religiöser Ansätze, die vor allen Dingen daraus entsprungen sind, dass eben Okinawa vor allen Dingen eher dem Daoismus als dem Buddhismus ausgesetzt war. Das ist nämlich das nächste Problem, dass viele Dinge, zum Beispiel dieses Schlagwort Do, der Weg, als dem Zen zuzuordnende Prinzipien angesehen werden, aber ursprünglich eigentlich aus dem Daoismus stammen. Ja, ich weiß, Do, der Weg, ist auch so ein bisschen Teil vom Zen geworden, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ja, es gibt in den Kampfkünsten schon irgendwie so Ansätze von philosophischer Charakterschulung. Aber auch wenn diese Aspekte ihren Weg über die Jahrhunderte irgendwie in die Kampfkunst gefunden haben, zumindest in Ansätzen, waren sie dennoch niemals dafür vorgesehen. Sie waren immer nur dann vorherrschend oder wurden herangezogen, wenn die praktische Notwendigkeit für eine Kampfkunst nicht gegeben war. Zum Beispiel in Friedenszeiten oder wenn sie gewissen Menschen zu Indoktrinierungszwecken ganz gelegen kamen. Und schon gar nicht können sie einer bestimmten Religion zugeordnet werden. Also nein, Kampfkunst und Zen, das gehört eben nicht zusammen. Es ist eigentlich eher Zufall, wenn man hier und da ein Quäntchen Zen in den Kampfkünsten findet. Und jeder von euch, der mal länger wie 5 Minuten auf so einem Kissen zugebracht hat, der wird das bestätigen können. Also wie ihr seht, mal wieder ein ganz großer Mischmasch und ganz viel Marke Eigenbau in diesem ganzen Konstrukt. Und ich bin mir manchmal nicht so sicher, wie viel davon tatsächlich aus Japan importiert wurde und wie viel davon sich der nach philosophischer Erleuchtung dürstende Westler diesen ganzen Kram nicht vielleicht sogar selbst zusammengesponnen hat. Man siehe, was Herigel mit seinem Nichtwissen angerichtet hat.
Aber wie ist denn das bei euch? Habe ich jetzt eure Welt zerstört? Oder sagt ihr vielleicht, boah, was erzählt denn der da für einen Blödsinn? Natürlich kann man Kampfkunst auch als Zen-Praxis üben. Dann würde ich total gerne von euch erfahren, wie ihr das macht oder wie ihr das meint. Denn mir fällt auf Anhieb erstmal nicht unbedingt ein. Klar, gewisse Aspekte kann man dafür benutzen, aber Kampfkunst und Zen, braucht man Fantasie für. Geht schon, geht, aber es ist schwer vorstellbar, wie man das in meinem Kopf jetzt so eins zu eins zusammenbringt, ohne nicht ganz immanente Teile davon wegzulassen. Also, haut's mir doch mal unten in die Kommentare rein. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Vielleicht schlachtet ihr mich ja jetzt auch, weil ich hier Schwachsinn erzähle oder ich, ja, keine Ahnung. Ich freue mich jedenfalls über eure Kommentare. Tja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte, 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 bitte Däumchen nach oben dalassen. Und wenn ihr auch in Zukunft neue Videos über japanische Kultur, Kampfkunst und Zen sehen wollt, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet und dabei auch die Glocke nicht vergesst, weil dann werdet ihr sofort darüber informiert, wenn ein neues Video online geht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, matane!